Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute geht es ums Thema Wasserversorgung beim Bushcraft bzw. beim Lagern. Und ich möchte euch heute mal meinen selbstgebauten Dripbag vorstellen. Das nur 33 Gramm schwere Teil habe ich immer hier in meinem Beutel für den B-Free Tactical Wasserfilter. Es nimmt kaum Platz weg, wiegen tut es auch fast nichts. Das habe ich immer auf der Tour mit dabei. Seht das hier? Hier ist es mit drin. Das ist mein Wasserfilter-Set. Ja, und das ermöglicht mir auf der Tour Wasser zu sammeln. Und zwar bei Regen, vom Tarp, vom Poncho, egal. Ihr könnt irgendwas aufspannen. Ja, und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt im kleinen Video. Das habe ich bei Regen gedreht. Es war aber allerdings sehr bedeckt und sehr dunkel. Es ist etwas kriselig, weil ich wegen dem Regenwetter die GoPro benutzen musste. Aber ich denke, man sieht's und zur Demonstration reicht das völlig aus. Ja, wenn das Video beendet ist, melde ich mich dann aus der Werkstatt wieder und dann zeige ich euch ganz genau, wie man diesen Dripbag baut. Viel Spaß bei dem Video!
So Leute, jetzt bin ich wieder in der Werkstatt angekommen. Jetzt werde ich euch noch ein paar Worte dazu sagen, wie das aussieht überhaupt mit der Trinkbarkeit von dem Regenwasser, ob das überhaupt so in Ordnung ist, was ich da gemacht habe. Ja, und anschließend, wenn wir die Fragen geklärt haben, zeige ich euch dann nochmal im Detail, wie ich diesen Dripback gebaut habe. Okay, fangen wir jetzt mal an. Wie sieht's aus mit Regenwasser? Ist das überhaupt trinkbar? Ja, um diese Frage zu klären, müssen wir uns den Wasserkreislauf mal genauer anschauen. Und zwar ist ja Regenwasser Wasser, was aus Quellen, Flüssen, Bächen und Seen und so weiter verdunstet und in den Himmel aufsteigt. Beim Verdunsten bleiben eigentlich alle Schadstoffe in den Ursprungsgewässern zurück. Das Wasser kondensiert dann oben und regnet wieder ab, es kommt also wieder auf die Erde zurück. Von daher müsste ja Regenwasser besonders rein und gesund sein. Eigentlich ist Regenwasser auch nichts anderes wie destilliertes Wasser. Aber lässt sich destilliertes Wasser gefahrlos trinken? Die Schädlichkeit der Wirkung von destilliertem Wasser hängt stark von der getrunkenen Menge ab. Destilliertes Wasser kommt bereits auf dem Weg zum Magen mit Elektrolyten und anderen Stoffen in Verbindung, die es löst. Um tatsächlich eine lebensbedrohliche Wirkung zu erreichen, müsste ein gesunder, normalgewichtiger Mensch theoretisch 17 Liter destilliertes Wasser trinken. Dann ist der Natriumgehalt im Blut so weit verringert, dass es zu einem lebensbedrohlichen Zustand durch Entsalzung des Körpers kommt. Bei Leuten mit Nierenfunktionsstörungen oder Elektrolytmangel kann diese Wirkung allerdings auch früher eintreten. Insbesondere durch die Verringerung von Natriumionen kann es früh zur Störung der Herzfunktion kommen, für die das Gleichgewicht von Natrium und Kalium wichtig ist. Das Trinken von Wasser ohne Elektrolyte erhöht den osmotischen Druck auf unsere Zellen. Man spricht hier von der sogenannten Umkehrosmose. Das Gefährliche daran ist, dass unserem Organismus dadurch das lebenswichtige Natrium entzogen wird. Regenwasser ist also grundsätzlich völlig entmineralisiertes Wasser, was nicht gerade eine positive Wirkung auf unseren Körper hat. Destilliertes Wasser kann aufgrund seiner völligen Entmineralisierung eine große Anzahl von Stoffen binden, was sich natürlich auch negativ auf unser Regenwasser auswirkt, wenn es zur Erde fällt. Regenwasser löst auf dem Weg zur Erde vor allem Schwefelverbindungen, Stickstoffverbindungen und Kohlendioxid. Auch können Bakterien aus der Luft ausgewaschen werden. Wird das Wasser gesammelt und länger liegen gelassen, können sich die Keime sehr stark vermehren. In einer Notsituation in der freien Natur ist Regenwasser allerdings immer noch die sicherste Alternative zu unbekannten, unsicheren Wasserquellen. Wegen der eventuellen Bakterienbelastung filtere ich das Wasser meistens eh nochmal mit dem Wasserfilter, deswegen habe ich den Dripback auch in meiner Wasserfiltertasche. Ja, so viel zur Theorie und den Gefahren von dem Regenwasser. Aber wie gesagt, wenn man es mal trinkt und in kleinen Mengen, ist es gar kein Problem. Destilliertes Wasser ist auch nicht giftig. Dieses Märchen hält sich ja auch schon ewig. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich auch noch das Wasser nachher mineralisieren. Zum Beispiel mit Himalaya-Salz, das ist sehr gut geeignet. Oder Meersalz. Ihr könnt aber auch genauso gut ein bisschen Asche vom Lagerfeuer reinmachen, da sind auch Mineralien enthalten. Ja, und anders kann man die Sache zum Beispiel auch noch umgehen, indem man das Wasser zum Feuerlöschen nimmt, dass man es gar nicht trinkt, sondern sich mal sein Trinkwasser aufspart. Und das dann nimmt, um das Geschirr sauber zu machen, Glut zu löschen. Oder noch eine andere Variante, wie ich es oft mache, ist, ich nehme mir ein bisschen Trinkwasser zur Seite. Wenn ich das Regenwasser dann aufgefangen habe, kippe ich wieder Trinkwasser rein. Da sind ja auch die Mineralien enthalten. Also das ist gar kein Problem. Alternativ könnt ihr natürlich auch genauso gut das Regenwasser zum Kochen benutzen, weil in den Lebensmitteln sind auch ein Haufen Mineralien und dann habt ihr dieses Problem damit auch im Gang. Ja, so viel dazu. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich diesen Dripback gebaut habe. Hier seht ihr alles, was ihr für den Dripback benötigt. Ich habe benutzt zweimal zwei verschiedene Farben Paracord, einfach aus optischen Gründen. Ihr könnt es rein theoretisch auch mit einer Farbe machen. Die Basis für das Ganze ist hier dieser Paddling. Der ist 9 cm lang, also 9 cm Paddling. Da kommt nachher die Tüte rein. Ich habe jetzt hier noch einen Deckel von einer anderen PET-Flasche in Blau, weil ich finde, es passt besser zum Wassersammler.
Ja, dann haben wir hier noch als Fangbeutel PE-Beutel, diese Knisterbeutel. 10 Liter habe ich benutzt, könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber macht's nicht zu groß, weil irgendwann wird der Beutel zu schwer und er platzt. Für den Verschluss habe ich hier noch ein altes Stück aus der PET-Flasche rausgeschnitten hier. Einfach so ein bisschen, um dann nachher so einen Deckel draus zu schneiden. Ja, für die Aufhängung habe ich hier einen 4 mm Gewindestange, rostfrei, Edelstahl. Und hier nochmal zwei Hutmuttern, auch für 4 mm, um das Ganze zu verschrauben. Die kleine 4 mm Mutter, die habe ich eigentlich nur als Sägehilfe, die gehört nicht mit zu dem Dirtbag. Gut, dann legen wir los. Als erstes säge ich hier von dem Paddling oben den Kopf ab, damit wir hier einen Durchgang haben. Und dann baue ich das Loch hier rein noch für die Gewindestange als Halterung für die Schnur. Dazu drehe ich hier einfach den Schraubstock ein bisschen zu, dass er hier so eine Position hat, wo ich den Paddling so ein bisschen reindrücken kann, seht ihr, ohne dass es hier wegrutscht. Und dann säge ich hier einfach die Spitze ab. Na, noch so ein bisschen drehen hier. Und dann kommt der Rohr. So, der Paddling ist abgesägt. Jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen entgraten hier mit Schmirgelpapier und irgendeinem scharfen Gegenstand, um hier den Grat so rauszuschneiden. Danach schleife ich das hier noch ein bisschen glatt. Das ist 180er Schleifpapier jetzt hier gerade. Ihr dürft bloß nicht zu doll schleifen, weil der Paddling schmilzt sonst. Also schön langsam machen. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Entgrater hier rüber. Ich habe jetzt hier einfach eine Schere genommen. So. Und dann gehen die Grate hier weg. Und dann sieht das Ganze so aus hier. Dann habt ihr hier vorne schön die Kappe abgeschnitten. Als nächstes kommt die Bohrung. Dann nehme ich hier meine Ständerbohrmaschine. Man kann es natürlich alternativ auch mit einem Akkuschrauber machen, aber wenn ich das Zeug schon mal habe hier, kann ich natürlich das schön einspannen und kann hier gleich bohren. Und da mache ich jetzt hier eine Markierung bei 1,2 cm und bohre dann da ein Loch 4 mm, dass die Gewindestange dadurch passt. Habe das Ganze jetzt angezeichnet, mir markiert. Jetzt mache ich noch mit Spitzen mit einer Rale hier ein Loch bisschen rein, dass euch der Bohrer nicht auswandert. So, das müsste wunderbar klappen. Und jetzt kann ich natürlich, ohne die zweite Seite anzuzeichnen, hier direkt durchbohren. Würde man das mit dem Akkuschrauber machen, müsste man die andere Seite auch anzeichnen und auch vorstechen und dann da auch durchbohren. Okay, dann bohre ich mal das Loch. Dazu brauchen wir natürlich einen 4 mm Bohrer. Spann den jetzt mal ein hier. Okay. Das muss noch ein bisschen runter, das müssen wir noch anpassen. So, ich denke, das reicht. Okay. Super, dann können wir das Loch bohren. So, das Loch ist drin. Halt's mal hier vor die Kamera. Ich hoffe, man sieht's. Jetzt werde ich das Ganze noch entgraten. Hier mit dem Entgrater. Dass die Späne da wegkommen. Vielleicht auch nochmal mit so einer kleinen Feile rein. Gucken, ob ich so eine Rundfeile habe.
Ja, hier. So, die Gewindestange ist schon durch. Hier kommt nachher das Paracord rein zum Anhängen. Ja, und die Länge für die Gewindestange ermitteln wir ganz einfach. Wir schrauben auf der einen Seite schon mal so eine Hutmutter drauf hier. Die drehe ich fest. So, und dann kann ich hier schon genau den Abstand einzeichnen, den ich brauche, damit ich die zweite Hutmutter hier noch draufschrauben kann, um auch noch ein bisschen zu spannen. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Gewindestange durchstecken und hinten noch eine M4 Mutter draufdrehen. Dann könnt ihr hier an der Kante direkt sägen. Das ist eine kleine Sägehilfe. Ich habe mir jetzt noch zwei Unterlegescheiben runtergemacht, damit der Abstand ein bisschen größer wird, weil ich will hier nachher noch mal feilen und dann passt die Hutmutter genau drauf. Jetzt habe ich die Gewindestange zurechtgesägt. Jetzt können wir die schon montieren. Ich schiebe die hier durch. So. Und die Hutmutter drauf. Dann drehen wir das Ganze fest. So. Okay. Und schon haben wir die Halterung für das Paracord, wo wir das nachher anhängen. Die Hutmuttern habe ich extra genommen, weil es hier schön rund ist. Und das zweite ist, ihr habt hier gleich eine Hilfe, um das Paracord aufzuwickeln, hier drum zu machen. Und wenn man das außen irgendwie am Stöckchen befestigen möchte, kann man das gleich hier noch mit Paracord anbinden und euch rutscht der Sammler nicht durch. Als nächstes mache ich jetzt hier den Bodendeckel fertig. Und zwar müssen wir hier die Innenseite rausschneiden. Das mache ich mit einem Cuttermesser. Und dann für den Transport, damit der Beutel innen drin nicht rausrutscht, machen wir uns noch so eine Art Platte mit dem Loch drin aus diesem alten Rest von der PET-Flasche. Um das Innenteil hier rauszukriegen, mache ich mir erstmal hier ein Loch mit der Ahle da rein. Breite das ein bisschen aus, dass ich schon mal ein Loch habe, damit ich dann nachher mit dem Cuttermesser schön sauber hier dran rumschneiden kann. Dann nehmen wir mal noch so einen Dreikantschaber hier. Dann kriegen wir es noch ein bisschen größer. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit dem Messer machen. Ist eigentlich egal, oder mit dem Bohrer, wie ihr wollt. So, jetzt habe ich hier schon ein relativ großes Loch. Jetzt mache ich das nochmal von der anderen Seite. So. Und nochmal von hier. So. Und jetzt komme ich hier auch schon schön mit dem Messer rein und kann hier lang schneiden. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe den Deckel jetzt hier ausgehöhlt. Genau hier bis zu der Kante, da, und da kommt nachher der Beutel durch und wird ums Gewinde gelegt. Deswegen ist es auch wichtig, dass er hier schön sauber arbeitet, dass hier keine scharfen Kanten sind. Vielleicht nochmal nachschmirgeln, dass der Beutel nicht beschädigt wird.
Gut, dann machen wir jetzt den Boden. Aus diesem Rest von der PET-Flasche habe ich einfach aus der Seite rausgeschnitten. Da setze ich jetzt den Paddling auf, zeichne den an und schneide mir die Scheibe raus. So, jetzt habe ich hier noch ein Loch reingebohrt in den Deckel. Da kommt dann nachher das Paracord durch. Und da kann man dann den Beutel mit rausziehen. Dann machen wir jetzt das Paracord dran. Von dem orangen Paracord habe ich mir jetzt hier 40 cm abgeschnitten, habe das zur Schlaufe gelegt und hinten verknotet. So, das kommt jetzt hier ganz einfach durch den Deckel gesteckt. Das ist der Boden und das wird dann hier so auf den Paddling verschraubt und hier kommt jetzt noch unser Beutel drum, den wickle ich auf. Dazu nehme ich mir jetzt einen hier von diesen Beuteln, trenne den ab, dann haben wir hier oben haben wir noch den Griff, den brauchen wir nicht. Den schneide ich jetzt mal einfach ab hier. So. Okay. Dann lege ich den Beutel zusammen hier nochmal. So. Und dann können wir den Beutel aufwickeln. Ganz einfach hier über das Paracord. Dann passt der da ganz genau in den Paddling rein und wir können mit einem Zug den Beutel rausholen. So, so sieht das aus. Jetzt schiebe ich hier den Boden noch ein bisschen hoch. So, Deckel und dann wird das hier in den Paddling gesteckt und ist versorgt. Ja, jetzt sind wir schon fast fertig. Es fehlt eigentlich nur noch die Dripline, die wir da dran anbinden müssen. Aber vorher wollte ich noch was sagen zu diesem orangen Stück Paracord hier. Also das dient nicht nur zum Aufwickeln und zum Rausziehen, sondern ich habe es mir auch dafür gedacht, dass ich im Notfalle hier das Stück auch noch benutzen kann, um den Sammler hier an so einem Stöckchen anzubinden, zu fixieren. Und der hängt dann hier praktisch an den Hutmuttern fest und kann nicht weg. So kann man das Ganze noch ein bisschen ausrichten. Gut, dann machen wir jetzt noch die eigentliche Dripline daran. Und zwar habe ich jetzt einfach hier das schwarze Paracord genommen, habe mir hier eine Schlaufe geknotet und die kommt jetzt einfach um die Gewindestange. So, hier ist meine Schlaufe mit dem Paracord. Zum Befestigen machen wir das hier einfach doppelt. So, ich habe den Stift jetzt rausgenommen hier. Jetzt stecke ich das so da rein. So. Und der kommt wieder da durch. Und dann kann man das hier wunderbar festziehen. So, dann sieht das so aus. Dann kommt wieder die Hutmutter drauf, damit das Ganze nicht mehr raus kann. Zack. Ja, und dann ist das Ganze fest und durch den Knoten bleibt es auch in der Mitte.
Das heißt, es kann euch am Rand nicht abtropfen. Okay, jetzt brauchen wir noch die Länge. Das ist eigentlich relativ simpel. Ihr legt das hier zum Aufwickeln um die Hutmutter und wickelt das Paracord hier auf, bis ihr auf die richtige Länge kommt, die ihr braucht, um das Ganze voll gewickelt zu haben. Und dann schneidet ihr das ab und dann habt ihr den Paracord bis hier oben. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Hab's schon abgeschnitten, bis oben gewickelt, hier einmal durchgezogen und die Schnur sitzt schön auf dem Padlink. Ja, das war's. Unser Dreadback ist fertig. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr Wasser gesammelt habt in diesen PE-Beuteln, die sind dann nachher so schwer zu trocknen. Klar könnt ihr es trocknen, wieder zusammenlegen und wieder reinstecken. Ich mache es aber eigentlich so, ich nehme sie dann praktisch direkt als Müllbeutel und mache meine Essensreste da rein. Und wenn ich zu Hause bin, nehme ich wieder einen neuen, bestück den Dripbag wieder und dann ist die Geschichte wieder einsatzbereit. Ja, demnächst mache ich noch ein Video zu dem Thema, weil die Beutel, die sind sehr vielfältig. Da werde ich euch noch zeigen, wie ich einen Wasserbeutel, einen provisorischen, daraus mache. Das habe ich auch noch vor. Ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ist wieder ein Tipp für den einen oder anderen dabei gewesen. Dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao, tschüss.